Der vierstreifige Ausbau der B33 zwischen Allensbach und Konstanz ist derzeit das größte Straßenbauprojekt im Regierungsbezirk Freiburg. Wie wird es hier einmal aussehen, wenn alles fertiggestellt ist? In diesem Video möchte das Regierungspräsidium Freiburg vorstellen, wie die einzelnen Verkehrsbeziehungen nach Abschluss aller Arbeiten verlaufen. Die Maßnahme wurde in die Abschnitte A bis F, beginnend von Allensbach bis Konstanz, gegliedert. Die Abschnitte A und B, also von Singen kommend bis zum Anschluss Allensbach-Mitte, sowie der Abschnitt F, von der Bahnbrücke bis Konstanz, sind bereits fertiggestellt. Die Abschnitte C, D und E, von Allensbach-Mitte bis zur Reichenau-Waldsiedlung, sind im Bau. Im Abschnitt C um Allensbach ist der Ausbau des Tunnel Röhrenbergs das größte Projekt. Er wird auf der bestehenden Trasse der B33 verlaufen und ist rund 950 Meter lang. Gebaut wird er in offener Bauweise wie der Tunnel Waldsiedlung, sodass das spätere Gelände etwa dem jetzigen Fahrbahnniveau entspricht. Zwischen der Kaltbrunner Straße und dem Anschluss Allensbach Ost wird auf, beziehungsweise in Teilen auch neben dem Tunnel, ein neuer Radweg hergestellt, der an das bestehende Rad- und Wirtschaftswegenetz anknüpft. Für Verkehrsteilnehmer mit Fahrzeugen, die bauortbedingt weniger als 60 Stundenkilometer fahren, und zur Erschließung der einzelnen Ortschaften gibt es im Endzustand parallel zur B33 eine Kreisstraße. Im Abschnitt C beginnt sie an der Kaltbrunner Straße und endet an der Anschlussstelle Allensbach Ost. Die Kreuzung der Kaltbrunner Straße mit der B33 wird umgestaltet. Nach Fertigstellung wird die Kaltbrunner Straße mit einem Brückenbauwerk über die tiefer gelegte B33 geführt. Neben den Ortschaften erschließt sie auch das Naherholungsgebiet Röhrenberg und auch die Straße zum Eichelrhein wird dann wieder an die neue Kreisstraße angeschlossen. Auch die Kliniken Schmiede erhalten eine neue Erschließung über die Kreisstraße. Die bisherige Zufahrt über Gemeindestraßen Allensbachs entfällt. Die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer für den Bau des Tunnels verbleibt auch im Endzustand, um im Umleitungsfall, zum Beispiel bei Tunnelsperrungen, eine sichere Querungsmöglichkeit zu gewährleisten. Die Anschlussstelle Allensbach Ost ist bereits zum Vollanschluss mit allen Verkehrsbeziehungen ausgebaut. Der Radweg wird hier mit dem bestehenden Rad- und Wirtschaftswegenetz verknüpft. Bis zur finalen Verkehrsführung, wie Plan festgestellt, sind im Abschnitt C noch einige Maßnahmen umzusetzen. Die noch ausstehenden Arbeiten werden im Rahmen der Gesamtmaßnahme Stück für Stück geplant und gebaut. Übrigens, den Endzustand der Gesamtmaßnahme in den noch laufenden Bauabschnitten D und E haben wir in weiteren Videos für Sie zusammengestellt. Aktuelle Meldungen und Pläne zur Neubaumaßnahme finden Sie auch auf den Projektseiten auf der Homepage des RP Freiburg.